Das Einzige, was dann nochmal zu beachten wäre, biologisch gesunden heißt natürlich auch irgendwo, dass man dann gegen Krankheitserreger vorgehen müsste. Wenn man also jetzt eine Epidemie von irgendwelchen Pilzen hat, die jetzt meinetwegen die Buche befallen, gibt es aktuell jetzt nichts, was da großartig schlimm wäre. Aber ja, nehmen wir mal an, das wäre eine waldweite Epidemie. Dann müsstet ihr zum Beispiel im Rahmen der Bekämpfung dieser Epidemie zulassen, dass der Förster unter Umständen in eurem Wald vorbeikommt und dort irgendwelche Maßnahmen ergreift, um eben diesen Pilz zu bekämpfen. Wenn diese Maßnahmen dringend sind und ihr seid kurzfristig nicht zu erreichen, dann darf er das auch ohne euer Wissen tun. In Baden-Württemberg. Wir gehen jetzt immer vom Beispiel Baden-Württemberg aus. In den anderen Bundesländern ist es ganz ähnlich. Es gibt so ein paar kleine Details an Unterschieden. Gut. Dann seid ihr verpflichtet, die für die Erhaltung des Waldes erforderlichen Pflegemaßnahmen durchzuführen. Das ist auch wieder so eine Sache, ne? Also eigentlich erhält sich der Wald von alleine. Was ihr halt nicht tun dürft, ist zulassen, dass nachdem ihr zum Beispiel euren Wald kahlgeschlagen habt, was ihr unter Umständen, wir machen keine Kahlschläge, aber unter Umständen dürftet ihr es theoretisch, wenn ihr es macht, seid ihr doof, aber theoretisch, nehmen wir mal an, euer Wald ist jetzt durch einen Sturmwurf umgefallen, da konnt ihr nichts dafür. Jetzt ist es eure Aufgabe, dass da wieder Wald entsteht, weil ihr habt ja ein Stück Wald. Das ist auch dann Wald, wenn keine Bäume draufstehen. Ihr müsst also das Ding jetzt irgendwie aufforsten. Und dann seid ihr auch verpflichtet, entsprechende Pflegemaßnahmen zu ergreifen, dass die von euch aufgeforsteten Pflanzen auch durchkommen und nach oben wachsen können. Und müsstet zum Beispiel, wenn sie jetzt von Brombeeren überwuchert werden, müsstet ihr dann die Brombeeren so ein bisschen wegschneiden, damit die Pflanzen auch ja schön hochkommen. Also so einfache Pflegemaßnahmen, so als Beispiel. Das ist das Minimum, was man von euch erwarten kann. Habt ihr einen bereits dastehenden Wald, so wie der, in dem ich jetzt hier hocke, müsstet ihr eigentlich im Prinzip gar nichts machen, weil der ist dann Wald. Und der bleibt in den nächsten 300, 400, 500 Jahren definitiv Wald, ohne ob ihr was dazu tut oder nicht. Von daher ist das immer so ein bisschen, es steht halt mal drin im Gesetz. Das finde ich auch richtig, aber viel tun muss man deswegen nicht, wegen diesem Absatz. Dann müsst ihr der Gefahr einer erheblichen Schädigung des Waldes durch Naturereignisse, Waldbrände, tierische und pflanzliche Forstschädlinge vorbeugen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Borkenkäfer in eurem Fichtenwald habt, haben wir nicht, wir haben ja gesagt, wir haben einen Buchenwald, aber angenommen es wäre Ficht und wir hätten Borkenkäfer drin, dann müssten wir halt eben die Bäume, die von extrem viel Borkenkäfer befallen sind, fällen, bevor sich der Borkenkäfer in besagtem Baum noch mehr ausbreiten kann. Da haben wir dann halt die Arschkarte, weil das ist immer ein wirtschaftlicher Verlust. Das ist halt eben dann eins der Risiken, die man hat, wenn man Waldbesitzer ist. Natürlich müsst ihr auch versuchen, einem Waldbrand entgegenzuwirken. Eine mögliche wirkungsvolle Möglichkeit dagegen wäre, kein Feuer im Wald anzuzünden. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Ihr müsst auch damit einverstanden sein, dass dann unter Umständen eben der Förster kommt, um in euren Wald zu löschen, sollte es da brennen. Und das kriegt der mit, dann darf er auch kurzfristig in eurem Wald Maßnahmen ergreifen, um eben dieses Feuer zu bekämpfen, ohne euch vorher gefragt zu haben, sofern ihr nicht sehr kurzfristig, Telefon, Handy, was auch immer, zu erreichen gewesen seid. Was auch gut ist, würde ich sagen, ne? Man will ja nicht, dass der Wald abbrennt. Theoretisch seid ihr übrigens auch verpflichtet, Forstpflanzenschutzmaßnahmen zu ergreifen, also theoretisch irgendwelche Schädlingsbekämpfungsmittel einzusetzen. Sollte das aus forstwirtschaftlichen Gründen irgendwann mal nötig sein, das ist eigentlich so gut wie nie der Fall. Deshalb eben theoretisch sollte das tatsächlich mal dazu kommen. Wir wissen ja nicht, was mit dem Wald passieren wird, jetzt gerade so klimawandeltechnisch und so weiter und so fort. Daher ist es denkbar, aber bisher noch nie im nennenswerten Umfang vorgekommen. Ja, dann hättet ihr theoretisch, das ist wieder so ein theoretisch Dingens, also das meiste ist eben nur theoretisch, wenn es sich um ganz kleine Waldstücke handelt, die Pflicht, euren Wald zu erschließen, soll heißen, wenn ihr wirklich ein großes Waldstück habt, dann müsst ihr Wege reinbauen, sofern nicht schon Wege vorhanden sind. Sind schon Wege vorhanden, müsst ihr diese unterhalten und dafür sorgen, dass die halt dann nicht völlig vor die Hunde gehen. Bei einem Hektar Wald ist das natürlich völlig zu vernachlässigen, aber
Davon abgesehen ist der deutsche Wald bis auf im Alpenbereich komplett erschlossen und nirgendwo werden neue Vorstraßen gebaut. Es gibt wirklich überall mehr als genug. Eher werden irgendwelche Straßen zurückgebaut oder halt eben repariert. Das gibt es natürlich regelmäßig. Aber neue Straßen, unwahrscheinlich. Extrem unwahrscheinlich. Wenn ihr ein Stück Wald findet, das tatsächlich noch nicht erschlossen ist, sagt mir Bescheid, das will dann ich. Ah ja, und jetzt der wichtige achte Punkt eben in dieser Liste der Pflichten, die man da eben hat zur pfleglichen Bewirtschaftung, ist meiner Meinung nach wirklich ein wichtiger. Die Nutzung schonend vorzunehmen soll heißen, nicht einfach mit der Kettensäge rein und alles platt. Das geht schon allein deswegen nicht, weil man dann ja einen Kahlschlag machen würde. Wie schon erwähnt, Kahlschlag machen wir nicht. Komme ich noch dazu. Sondern halt wirklich gucken, dass der Baum auch schön in die richtige Richtung fällt, dass keine anderen Bäume dabei beschädigt werden, wenn man den Baum aus dem Wald rauszieht, dass man nicht den ganzen Boden dabei aufreißt, dass man nicht mit einem riesenschweren Harvester in seinem Waldgelände rumfährt. Man darf natürlich dann auch entsprechend theoretisch in seinem Waldstück mit einem Motorrad oder ähnlichem rumfahren. Theoretisch. Praktisch wäre das nicht unbedingt gerade pfleglich, wenn man sich da zum Beispiel irgendeine Ready-Strecke oder sowas anlegen würde. Dann behandelt man seinen Wald halt eben nicht schonend. Beziehungsweise das wäre auch eine Form der Nutzung des Waldes, wenn man da drin Motorrad fährt. Im eigenen Wald als Privatperson wird man das wahrscheinlich eventuell vielleicht noch dürfen. Das ist auch wieder schwierig. Ganz schwierig. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das sind alles so krasse Spezialfälle. Das müsste dann halt irgendwer vor Ort entscheiden. Wie auch immer. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will, hoffe ich. Ja, und jetzt eben zur Bewirtschaftung, was ich schon mehrfach angedeutet habe. Die Sache mit den Kahlschlägen. Es gibt in Baden-Württemberg ein nicht direkt Kahlschlagverbot, aber tatsächlich ein Gesetz zur Vermeidung von Kahlschlägen, dass Kahlschläge nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Zusammenfassend kann man sagen, macht keine Kahlschläge. Kahlschläge sind doof. Leute, die Kahlschläge machen, sind entweder A, doof oder B, Einwohner folgender Länder. Schweden, Finnland, Russland, Norwegen, Schottland. Schottland ist kein Land, aber egal. England, Irland, was noch? Kanada, die USA, Brasilien, Papua-Neuguinea und sucht euch noch ein paar andere Länder mit viel Land aus. Jedes Land mit viel Wald. Mehr oder weniger macht Kahlschläge, außer das eine Land, das die Forstwissenschaft erfunden hat und demzufolge forstwissenschaftlich am meisten Ahnung hat. Wir. Deshalb machen wir keine Kahlschläge. So viel Nationalstolz muss da sein. Wir haben die Forstwissenschaft erfunden. Wir wissen es besser als der Rest des Planeten. So. so viel zum Thema Kahlschläge. Dann gibt es ein Gebot zur Wiederaufforstung innerhalb von 3 Jahren. Relativ simpel. Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen, weil ihr doof seid, weil ihr ja nicht B sein könnt, also nur doof möglich, einen Kahlschlag gemacht haben, dann seid ihr verpflichtet, euren Wald innerhalb von 3 Jahren wieder aufzuforsten. Sprich, innerhalb von 3 Jahren müssen da wieder kleine Bäumchen stehen, die als solche zu erkennen sind, von denen zu sehen ist, dass es sich um Forstpflanzen handelt, die den Zweck haben, ein großer Baum zu werden. So weit, so gut. Aber da ihr ja keine Kahlschläge macht, weil ihr ja nicht doof seid, ist das völlig irrelevant. Höchstens interessant bei euer Wald brennt ab. Das ist ja wirklich immer irgendwie so das Szenario, was ich, wenn ich behaupte, wenn man ein Bushcrafter, Waldbesitzer wird, irgendwie mal gar nicht so unrealistisch finde. ich traue es dem einen oder anderen vielleicht sogar zu, dass er seinen Wald anzündet. Naja. Dann darf die Forstbehörde kommen und eben Schäden abwehren. Das habe ich eben schon mal erwähnt gehabt. Ich habe sie noch mal auf meinem Zettel stehen. Schäden beliebiger Art, wenn es was Akutes ist, darf halt der Förster vorbeischauen. Dann darf er in euren Wald auch rein und da auch rumförstern. Eben, wenn ihr nicht super kurzfristig zu erreichen seid. Ihr habt dann immer die Möglichkeit, hinterher zu protestieren. Und wenn ihr beweisen könnt, dass der Förster da Scheiße gebaut hat und unrechtmäßig gehandelt habt, dann bekommt ihr auch entsprechend Schadensersatz oder was auch immer.
Dann haben wir noch einen etwas größeren Punkt, der zum Teil aber auch in das, was ich eben erzählt habe, noch reinragt. Nämlich, ihr seid verpflichtet zur planmäßigen und sachkundigen Bewirtschaftung des Waldes. Planmäßig ist dann interessant, wenn ihr mehr als 30 Hektar Wald habt. Ab mehr als 30 Hektar müsst ihr nämlich einen Forstbetriebsplan in Anführungszeichen, die kleine Ausführung davon haben und wirklich wissen, dass ihr, keine Ahnung, in diesen 10 Jahren wollt ihr hier einen kleinen Hieb machen, da einen kleinen Hieb machen und dort einen kleinen Hieb machen und die Menge des entnommenen Holzes dabei darf nicht den Zuwachs eurer gesamten 30 Hektar übersteigen. Also das wäre jetzt so eine ganz simple Planung, dass ihr einfach nicht mehr Holz entnehmt als nachwächst, denn die Nachhaltigkeit muss in jedem Fall immer gewahrt werden. Das steht auch so im Bundeswaldgesetz drin, auch für Waldbesitzer ganz wichtig. Nur halt eben auf winzig kleinen Flächen ist es dann nicht so wichtig, aber im größeren Zusammenhang, wenn man mehr Wald hat, dann muss man sich auch um die Nachhaltigkeit Gedanken machen und gucken, dass man immer weniger entnimmt als zuwächst. Das ist nämlich so ein Knackpunkt. Beim Privatwald wird eigentlich immer weniger entnommen, als eigentlich entnommen werden könnte, weil die Privatwaldbesitzer zu vorsichtig sind. Wenn man keine Übung hat beim Waldbau, bei der Waldbewirtschaftung, dann ist man automatisch immer vorsichtig. Ich weiß das noch aus meinen ersten Versuchen, irgendwie einen Wald zu beförstern. Ich war auch immer zu vorsichtig. Dann ist man quasi der Chef mit mir nochmal durchgelaufen und oh, den nehmen wir auch noch mit und den nehmen wir noch mit und den nehmen wir noch mit. Also, das ist normal. Ja, also das war eben die Sache mit dem Planwirf mäßig, eben nur ab 30 Hektar interessant. Und sachkundig soll heißen, dass ihr natürlich dann nicht einfach irgendeinen Baum umschneiden sollt, sondern ihr dürft euch als Privatwaldbesitzer, der nicht unbedingt sachkundig ist, den Förster holen. Der kommt dann vorbei, also vom umliegenden anderen Wald, der nicht Privatwald ist, zum Beispiel Kommunalwald, Gemeindewald, irgend sowas. Dann würde halt der entsprechende Förster da, der in irgendeiner Form beim Staat, Stadt ist ja auch Staat, zuständig ist, kommen und euch erklären, was ihr jetzt hier tun sollt und euch beraten und unterstützen. Das kostet normalerweise nichts. Normalerweise. Das ist mir so ein bisschen, aber geht jetzt zu sehr ins Detail, das weiß ich auch nicht so genau, in welchem Fall das wie jetzt und so weiter, aber gut, dann wäre jetzt da die Sache mit dem Naturschutz. Das habe ich ja schon erwähnt. Euer Wald ist dann naturgerecht, wenn ihr da so wenig wie möglich macht. Also sprich, macht so gut wie nichts, dann habt ihr mit dem Naturschutz schon keine Probleme. Ganz einfach. Naturschutztechnisch ist das nicht weiter schlimm. Einzige Sache, die noch interessant sein könnte, sollte sich in eurem winzig kleinen Waldstück irgendwas mit naturschutzfachlichem Wert befinden. Meinetwegen irgendeine bestimmte Quelle. Eine besonders tolle, wo der kreuzblättrige Hahnenfuß-Kröterich-Schnabelstorch-Gedöns wächst. Den gibt es übrigens nicht. Dann müsstet ihr unter Umständen diesen einen Bereich da unter Naturschutz stellen lassen, weil da halt eben dieses Ding da wächst. Wenn ihr so ein Pech habt, habt ihr meistens dann das Glück, dass euer Wald sehr billig war. Neben dem Naturschutz seid ihr dann auch noch zum Nachbarschutz und Nachbarpflichten verpflichtet. Das spielt dann eine Rolle, wenn euer Wald aus was, die Umgebung eures Waldes aus was anderem als Wald besteht. Habt ihr um euren Wald drumherum auch Wald, dann ist das scheißegal. Dann müsst ihr einfach halt gucken, dass ihr nicht am gleichen Tag Bäume fällt, wie euer Nachbar Bäume fällt, weil ihr euch dann gegenseitig arbeitssicherheitstechnisch unter Umständen behindert. Das sollte nun wirklich kein Problem sein. Gerade bei so winzig kleinen Privatwäldern sind die Holzfällmaßnahmen, die finden alle 50 Jahre mal stattgefühlt. Vielleicht ein kleines bisschen häufiger, aber alle 30 Jahre. Öfter geht das nicht. Ist ja wirklich nur ein winzig kleines Waldstückchen. Und wenn, dann sind es nur so ganz kleine Holzfällmaßnahmen. Das sollte also kein Problem darstellen. Hingegen, wenn euer Wald tatsächlich am Waldrand liegt und ihr einen Nachbar habt, der nicht Wald ist, zum Beispiel ein Friedhof, dann müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr eure Tätigkeiten nicht unbedingt dann ausübt, wenn gerade eine Beerdigung nebendran wäre. Weil das könnte ein bisschen schlecht kommen, wenn dann... Ihr versteht, was ich meine. Gut, was... Nachbarpflichten, Nachbarschutz, ja. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, dass man Nachbargrundstücke kurzfristig verwenden kann, wenn man da drauf muss, wenn einem auf anderem Wege die Holzernte unzumutbar wäre. Sprich, der Nachbar hat einen Waldweg, der in euren Wald in die Nähe eures Waldes führt und ihr müsst euer Holz durch dem ein kleines Stück seines Waldstückes hindurchziehen, um es zum Waldweg zu bekommen.
Dann dürft ihr das tun. Ihr müsst dem guten Mann natürlich vorher Bescheid sagen und unter Umständen müsst ihr ihm vorher schon ein bisschen Geld geben, womit er die Schäden, die ihm dadurch entstehen, dass ihr das bei ihm durchzieht, er dann die begleichen kann, besagte Schäden. Dann gibt er euch den Rest des Geldes wieder oder ihr zahlt hinterher, wie ihr das dann so einzelvertraglich dann genau regelt. Ist jetzt nicht unbedingt so wichtig, aber die Möglichkeit muss euch gegeben sein, wenn alle anderen Methoden der Holzernte eben unverhältnismäßig aufwendig werden. Mit dem Helikopter rausfliegen zum Beispiel. So, das war's. Mehr oder weniger. Weil, jetzt kommt noch das große Kapitel, was kann man denn jetzt mit so einem Wald verdienen? Darauf möchte ich noch mal ein bisschen ausführlicher eingehen. Fassen wir noch mal diese Pflichtrechte und Pflichten mit dem Wald zusammen. Rechte hält sich eben, wie gesagt, ein bisschen in Grenzen, weil man immer noch kein Feuer machen darf und immer noch nicht drin übernachten. Es ist halt einfach einfacher. Sachen genehmigt zu bekommen ist erheblich leichter, wenn einem der Wald selber gehört. Und man kann dafür sorgen, dass kein Jäger jagdausübenderweise drin rumrennt. Und man kann auch dafür sorgen, so gut es eben geht, dass der Förster, sofern er keinen triftigen Grund hat, auch nicht drin rumrennt und einen rausschmeißt. Sprich, es macht vieles einfacher, es berechtigt einen aber jetzt nicht, eben diese Dinge, die wir so gerne im Wald tun würden, je nachdem, ob man es selten will oder nicht, aber Feuer machen wollen wir ja definitiv alle, dazu reicht es eben dann halt doch nicht. Da ist dann schon eine gewisse Einschränkung vorhanden. Wie gesagt, es hilft, es ist aber nicht die ultimative Rundum-Sorglos-Lösung. Ja, zu den Pflichten, die man hat, das hält sich extrem in Grenzen. Gerade eben, wenn es sich so ein winzig kleines Wäldchen handelt, kann man da so gut wie überhaupt nichts tun. Nach 150 Jahren oder was mag dann vielleicht mal der Förster kommen und sagen, so, jetzt sind sie aber verpflichtet, hier mal in irgendeiner Form forstwirtschaftlich tätig zu sein. Nach 150 Jahren, wie gesagt. Also man kann sich rausreden, dass man hier halt eben super dicke Bäume produzieren möchte, aus welchem Grund auch immer. Das hat man das Recht zu, da ist man in der Lage, das zu tun. Kann einem keiner vorschreiben, dass man das nicht darf. Wenn dann aber mal richtig super dicke Bäume drinstehen im Wald, muss man dann irgendwann tatsächlich diese eben fällen. Oder man kann bei der Naturschutzbehörde einen Antrag stellen, dass dieses Stück Wald jetzt unter Schutz gestellt wird, aber in dem Moment gehört es einem nicht mehr, weil man kein Naturschutzgebiet besitzen kann. Wäre also ein Griff ins Klo, beziehungsweise man würde eine wertvolle, ziemlich geldwerte Entschädigung bekommen, sofern die diesen Wald dann haben wollen. Und das ist natürlich nochmal eine andere Frage, weil die dann ja einem das Holz, was da steht, auch noch entschädigen müssen, ohne dass es gefällt wird. Dann ist es aber genauso viel wert, in Anführungszeichen, wie wenn es gefällt werden würde. Man würde also auf jeden Fall mehr Geld dafür bekommen, als man damals für den Wald gezahlt hat, als man ihn gekauft hat. Ob das jetzt ein gutes Geschäft ist, dazu kommen wir jetzt, mehr oder weniger. Aber das waren jetzt nochmal so ein paar Gedanken und Worte dazu, ob es Sinn macht, sich einen Wald zu kaufen. Wie gesagt, der ökonomische Faktor jetzt. So, wir kommen jetzt dann endlich zu den finanziellen Aspekten, um herauszufinden, inwiefern es sich überhaupt lohnt, Wald zu besitzen, was man damit verdienen kann und wie das da so ein bisschen so ausschaut. Rentiert sich es, einen Wald zu kaufen? Nehmen wir jetzt mal spaßeshalber an, damit ihr so, das ist eigentlich ein Exkurs, aber das muss ich euch jetzt trotzdem erzählen, weil das irgendwo dazugehört. Ihr müsst ja euren Wald so bewirtschaften, dass das einigermaßen nachhaltig ist. Das ist dann nicht so wichtig, wenn ihr nur wirklich ein winzig kleines Waldstück habt und die Nutzung eures Waldes so einigermaßen in das große Gefüge des umgebenden Waldes eingefügt ist. Bei sowas kann euch dann der Förster beraten. Der sagt euch dann quasi, welche Bäume ihr pflanzen sollt, sofern ihr welche pflanzt. Wenn nicht, wann ihr das, was da steht, ungefähr fällen sollt und in welchem Turnus, welche Bäume zuerst. Er sagt euch exakt, welche Bäume ihr fällen sollt. Solche Sachen, so Details, das lasst den Fachmann machen, das könnt ihr nicht. Da müsstet ihr für sehr lange für studieren. Ganz simpler Fall für die Bewirtschaftung eines größeren Waldstücks, das sie einigermaßen nachhaltig abläuft, möchte ich euch jetzt doch mal erzählen, ist das sogenannte Normalwaldmodell. Das ist schon uralt und das macht heutzutage auch keiner mehr. Und es handelt sich auch nur um ein Modell, das in der Praxis so nicht angewendet werden kann. Aber rein theoretisch, stellt euch vor, ihr habt ein 100 Hektar großes quadratisches Waldstück. Dieses Waldstück unterteilt ihr dann in 100 einzelne Hektar, also 100 kleine Quadrate, entsprechend 10 mal 10. Ne?
Und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr geht auf dem ersten Quadrat, die nummeriert ihr durch. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter bis Nummer 100. Also schön von links nach rechts und von oben nach unten reihenweise durch. Ihr geht zu Quadrat Nummer 1, Hektar Nummer 1 und macht da alles platt. Nachdem ihr alles platt gemacht habt und sämtliches Holz mit nach Hause genommen oder wohin auch immer, pflanzt ihr neue Bäumchen. Dann geht ihr im nächsten Jahr zu Quadrat Nummer 2, macht alles platt, pflanzt neue Bäumchen. Im nächsten Jahr geht ihr zu Quadrat Nummer 3, macht alles platt, pflanzt neue Bäumchen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Bäume auf Quadrat Nummer 1 schon wieder 2 Jahre alt, auf Quadrat Nummer 2 ein Jahr alt und natürlich auf Quadrat Nummer 3 0. Dann macht ihr das immer weiter, bis ihr zum Beispiel zu Quadrat Nummer 15 kommt, macht alles platt, pflanzt neue Bäumchen und auf Quadrat Nummer 14 sind die Bäume ein Jahr alt und auf Quadrat Nummer 10 sind die Bäume 9 Jahre alt, auf Quadrat Nummer 1 sind die Bäume dann 14 Jahre alt. Irgendwie sowas um den Dreh. Und das macht ihr durch, bis ihr zu Quadrat Nummer 100 kommt. Und bei Quadrat Nummer 100 macht ihr alles platt, nehmt die Bäume mit, pflanzt neue Bäumchen. Auf Quadrat 99 sind die Bäume ein Jahr alt, auf Quadrat 98 sind die Bäume 2 Jahre alt, auf Quadrat 97 und immer so weiter bis hin zu Quadrat Nummer 1. Da sind die Bäume 99 Jahre alt. Und was ist im nächsten Jahr? Ihr fangt bei Quadrat Nummer 1 wieder an, denn da sind die Bäume wieder 100 Jahre alt, genau im richtigen Alter, um gefällt zu werden. Und ihr macht sie platt, pflanzt neue Bäumchen, gehen zu Quadrat Nummer 2, wo die Bäume dann bis dahin, die jetzt 99 Jahre alt sind, dann auch 100 Jahre alt sind, eben im nächsten Jahr und macht sie platt und immer so weiter. Und das System kann man dann quasi durchrotieren bis in alle Ewigkeit im Modell. In der Praxis ist es viel komplizierter, aber nur, dass ihr mal die grundlegende Denke, die da dahinter steckt, versteht. So funktioniert ein größeres Waldstück, dass die nachhaltige Bewirtschaftung sichergestellt ist. Ganz simpel, wie gesagt, ganz simpel Variante. Das spielt keine Rolle, wenn ihr nur so ein winzig kleines Waldstück habt. Theoretisch könnt ihr jetzt hingehen und sagen, ich entnehme jedes Jahr einen Baum. Und da ich 100 Bäume auf meinem Wald stehen habe, dann habe ich kann ich 99 Jahren in das erste Quadrat gehen und da steht ein neuer Baum, der wieder genau 100 Jahre alt ist und dann säge ich den wieder um. Das funktioniert so nicht. Das ist viel zu strukturiert gedacht.